Thy will be done ist so viel wie dein Wille geschehe. Und es ist natürlich niemands Wille, weil in meiner Forschung ist ja niemand, der irgendetwas von einem will oder dann irgendwo hinbringen möchte oder irgendein Ziel zu verfolgen hätte. Es ist einfach das Leben hier in diesem Moment, in seinem Ausdruck, in der absoluten Stille. Und es geht nirgendwo hin. Du musst niemand sein. Es ist wie einfach ein Leben aus dem Nullpunkt. Und das ist diese Hingabe an das, was hier Wahrhaftigkeit ist. Und das lässt dich das Leben einfach nehmen, wie es sich gerade präsentiert. Also dein Wille geschehe, also nicht irgendein Wille, sondern einfach nur das Leben hier in diesem Moment. Und hier hört augenblicklich dann der Kampf auf. Das musst du ausprobieren. Ja. Aber das hat nichts mit diesem alles ist okay zu tun. Ja, das ist so, das kann wieder so ein Konzept sein. Ja, das ist ja okay, ja, das ist ja okay, ja, das ist ja auch okay, alles ist okay. Und in dir ist es überhaupt nicht okay. Aber es muss ja okay sein, weil es darf ja nicht okay sein. Und deswegen ist das dann wieder so ein Konzept, wo einfach ganz viel Verschleierung passiert und ewig ein Deckel wieder draufgelegt über alles wird. Und dieses, es ist okay, muss auch in dem Moment gar nicht mehr gesagt werden. Das könnt ihr mal entdecken, wenn ihr in die Stille und den Frieden des Moments wie einfach geholt werdet und euch da drin wie auflöst in diesem Moment, weil alle Ideen da drin verschwinden, dann kommt einem der Satz gar nicht mehr, das ist okay. Der ist wie gar nicht mehr existent, der wird gar nicht benötigt. Also diese ewige Bestätigung, dass irgendetwas okay ist, ist eigentlich ganz schön arrogant, der da immer sagen muss, ach, das ist okay, ja. Ich bin mal so gnädig und sage, dass der Augenblick okay ist. Wie könnte er nicht okay sein? Ja. Für das Leben hier macht keine Fehler oder Gott macht keine Fehler oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und wenn wir mal irgendwo merken, dass jetzt für uns gerade irgendwas überhaupt nicht okay ist, dass wir das jetzt gerade total schlecht finden, was da jetzt gerade passiert in diesem Moment, dann ist das einfach das, was in dem Moment hier ist. Und auch das braucht kein Okay. Also das Leben braucht kein Okay von dir. Das Leben ist schon das Okay. Und das braucht von niemand ein Okay. Manchmal ist es, wenn man die ganze Zeit so aus dieser Ich-Idee ewig nur in diesem Kampf ist und wenn dann so diese Idee von, ah, das ist okay, das darf jetzt auch mal sein, das kann am Anfang schon mal sehr unterstützend sein, überhaupt mal zu entdecken, puh, ja, es fühlt sich gerade schrecklich an, aber okay, es kann jetzt echt mal hier sein. Ja? Und es ist ja schon hier, es braucht ja die Erlaubnis in Wahrheit gar nicht. Und trotzdem ist es für den Anfang manchmal wirklich hilfreich, bis das einfach auch wegfällt, weil es gar nicht mehr benötigt wird. Weil, wenn ihr euch zum Beispiel so was ganz Einfaches anschaut, wenn es draußen regnet, der Regen braucht nicht, ist okay. Ja? Ach, es ist in Ordnung, dass es regnet. Ist lustig, oder?
Es regnet ja schon. Und den Regen interessiert es überhaupt nicht, ob du damit einverstanden bist oder nicht, ob irgendein eine Idee von ich bin eine Person da ihr okay gibt oder nicht. Es regnet einfach. Aber du kannst in dir entdecken, ob du dagegen Widerstand hast oder ob du es lassen kannst oder nicht. Und das einfach nur als Bezeugung zu sehen, weil du bist das, was hier bezeugt und nicht das, was hier passiert. Du bist das, was hier so still zugegen ist, ohne was zu wollen, komplett frei von jeglicher Qualität. Und da gibt es auch niemals irgend sowas wie Strafe oder Verurteilung oder Beurteilung. Und es gibt auch keine Anerkennung und kein Lob, weil davon weiß das alles nichts. Das ist ja der Segen des Seins, wenn das alles genau in diese Nullpunktenergie, in das, wo es einfach still ist, da wo einfach nichts mehr ist, wieder einfach hier zurückfällt. Und das Leben passiert weiter. Ja, also das heißt nicht, dass man dann ewig nur irgendwo still sitzt und sich nicht mehr bewegt. Nein, ja, das Leben in seiner Bewegung findet statt, in seinem ganz natürlichen Fluss. Mal energiegeladen, mal überhaupt nicht energiegeladen, mal einfach sehr träge, mal lustig, mal fröhlich, mal traurig. Und du bist still. Und musst dich da nicht mehr drum kümmern, was da passiert. Weil alles passiert in seiner eigenen Ordnung. Und woher weiß ich das? Weil es nicht anders passieren kann, als es passiert. Weil es nie anders passieren kann, als es gerade in diesem Moment passiert. Und weil alles, wie es passieren sollte, eine geistige Kapriole ist, die nur stattfindet, wenn hier ein Widerstand mit dem Moment ist. Weil wenn in diesem Moment alles völlig frei und offen ist und du keine andere Idee hast, dann brauchst du dir nicht Gedanken machen über ein, wie hätte es sein sollen. Und das tut so gut, weil plötzlich du dir wieder zugestehen kannst, dass irgendetwas für dich gerade überhaupt nicht okay ist. Ohne dich darin zu suhlen, ohne daraus eine Geschichte zu bauen, sondern nur ganz einfach, nee, das ist gerade nicht okay. Und es zu spüren. Das wahrzunehmen. Dann kannst du entdecken, dass okay und nicht okay wieder vollkommen zusammenfällt in der Stille des Moments.